Ganz unabhängig davon, ob ein Videosystem in Ihrer Anwendung für die Videosicherheit oder zur Prozessoptimierung oder Prozessdokumentation dienen soll. Letztendlich geht es immer um eins. Die Daten müssen dauerhaft verfügbar sein und das System dauerhaft laufen. Wir reden in diesem Fall von Ausfallsicherheit. Goldrück bietet verschiedene Möglichkeiten, diese Ausfallsicherheit herzustellen. In diesem Video möchten wir Ihnen gerne einen kleinen Überblick darüber geben, wie diese Ausfallsicherheit in den Goldrück-Lösungen aussieht. Neben der Möglichkeit, Ihre Server mit redundanten Netzteilen auszurüsten, bieten die Goldrück-Systeme die Möglichkeit, Ihre Software redundant auszulegen. Also Ausfallsicherheit dadurch, dass das Betriebssystem beispielsweise gespiegelt wird. Fällt eine Betriebssystemfestplatte aus, übernimmt die andere Betriebssystemfestplatte die Arbeit und der Nutzer bemerkt nichts davon. Auf der anderen Seite sind natürlich Ihre Bilddaten zu sichern. Und die Bilddaten Ihrer Datenbank sind am einfachsten dadurch zu sichern, indem wir ein RAID-System benutzen. Goldrück bietet dafür die üblichen RAID-Level an. Angefangen von der einfachen Spiegelung einer Bilddatenbank bis hin zu RAID-Leveln 5 und 6, wo mehrere Festplatten im System mitlaufen, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Fällt also eine Festplatte aus, übernimmt automatisch eine andere Festplatte die Aufgabe und Ihre Bilddaten werden dauerhaft und ohne Lücke weiter aufgezeichnet. Ausfallsicherheit ist nicht nur ein Hardware-Thema, sondern auch ein Software-Thema. Die Goldrück-Software GSIM bietet hier die Möglichkeit des Failovers. Failover bedeutet, dass eine Komponente für die andere einsteht. Wenn also ein GSIM-Server ausfällt, kann der zweite GSIM-Server die Arbeit so übernehmen, dass der Nutzer davon nichts mitbekommt und die dauerhafte Funktion gewährleistet ist. Des Weiteren ist GSIM aber auch in der Lage, ein Failover für ihre Recorder herzustellen. Das heißt, es läuft in Ihrem System ein Recorder mit, der für die Failover-Funktion zur Verfügung steht. Fällt ein Recorder aus, übernimmt der andere Recorder die Aufgabe. GSIM versorgt ihn mit allen nötigen Informationen, so auch das Setup. Sobald der Recorder wieder zurück im Netzwerk ist, wird GSIM die Funktion des Recorders wiederherstellen. Das heißt, der Failover-Recorder wird wieder zum Failover-Recorder. Die Bilddaten verbleiben auf dem Failover-Recorder. Für den Nutzer macht das keinen Unterschied. GSIM ist in der Lage, im Fall der Recherche oder des einfachen Rückwärtsabspielens der Bilddaten vom richtigen Server die richtige Information im richtigen Augenblick zu holen. Der User hat also keinerlei Einschränkung. Das Konzept der Ausfallsicherheit schließt nicht nur die Recorder-Seite mit ein, sondern auch die Seite der Kameras. Goldrück bietet hierzu Kameras mit Edge Recording an. Edge Recording bedeutet, sollte Ihr Netzwerk ausfallen, zeichnet die Kamera die Bilddaten in der Zwischenzeit auf einer internen SD-Karte auf. Sobald das Netzwerk wieder zur Verfügung steht, werden diese Bilddaten über einen separaten Stream zum Recorder gespielt und sind dort in der Bilddatenbank verfügbar. Im Idealfall aber kommt es gar nicht erst zum Ausfall. Und genau dafür hat Goldrück G-Health entwickelt. G-Health ist eine Software, die Ihr System monitort und Sie frühzeitig darüber informiert, sollte es in einer der Komponenten zu Problemen kommen. So zum Beispiel werden Ihre Festplatten überwacht. Sollte eine Festplatte vermehrt fehlerhafte Sektoren aufweisen, so wird der Systemadministrator darüber informiert und kann diese frühzeitig tauschen, noch bevor es zu einem Ausfall kommt. Mit diesen Lösungen sorgt Goldrück für eine dauerhafte Verfügbarkeit Ihrer Systeme und eine durchgehende Aufzeichnung Ihrer Bilddaten.